Hi Udo, das ist mal ein kurzer Überblick, ein kurzer Querschnitt, was ich so alles selbst gebaut habe. Bis gleich. Ich mache solche Armbänder, aber allesamt nur solche, die schnell entrippelt werden können. Hier das schwarze ist ein zweisträngiges, das olivgrüne ist ein dreisträngiges. Dann hier nochmal ein zweisträngiges, aber ein dünneres. Dann die Art, es mit liegenden Achten zu machen. Das wäre also viersträngig und das wäre dann sechssträngig und mit Schnalle. Geht ganz gut zu entrippeln, indem man hier diesen kleinen Nagelkopf quasi, also das Paracord-Ende, was wie ein Nagelkopf geschweißt ist, durchflippt. Dann kriegt man das los und dann kann man an einer Seite ziehen und das entrippelt sich alles. Oder hier ist es noch leichter. Dann baue ich eben auch solche Spiritus-Kocher. Das war mit dem Flammenverteiler von Buschweibel Frank. Ich mache solche, habe mir so ein Steckhobo selber gebaut. Oder diverse kleine Kocher, die auch im Innenraum benutzt werden können. Wie zum Beispiel hier, wenn man hier Wachs einfüllt, dann brennt das relativ heiß, um sich eine Yum-Yum-Suppe zu machen oder hier mit Kerzenresten gemacht. Dann dieser Perlit-Kocher, der ist komplett zusammenlegbar in eine True-Night-Dose. Da passt eben eine Tasse drauf. Reicht komplett aus. Dann meine Holzvergaser, der hier, den habe ich in so einer Kaffeedose, der passt. Macht da nichts dreckig. Das ist dieser Holzvergaser, den man kennt, der auch als Laterne, Fackel benutzt werden kann. Dann habe ich hier Potkosi einfach aus Alufolie und Klebeband gemacht, damit so eine dreckige Tasse oder Topf hier sauber reinpasst. Fest. Ich schnitze auch gerne Löffel, wie zum Beispiel dieser hier aus amerikanischer Walnuss. Jetzt bin ich gerade wieder dabei, einen weiteren Löffel zu schnitzen. Ich habe dieses Messer entworfen, aber der Lepus hat es verbessert, also von der Geometrie noch vereinfacht. Lederscheide genäht, simpel, einfach, nichts Besonderes. Hält. Mit der Arretierung. Dann wickel ich gerne mein Paracord auf entsprechend schnell entrippel, esse ich auf, egal ob kleine Bündel oder große Bündel. Das soll es mal gewesen sein, als kleiner Querschnitt, was ich so bastle, baue, und ich hoffe, dir gefällt was davon. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinem Kanal. Tschüss.